Der Super Pershing T26E4 hat ja mit Patch 9.17 einen Buff erhalten und dementsprechend schauen wir uns den heute mal wieder an und gucken, ob ihm das gut getan hat. Vielleicht hat es der eine oder andere nicht mitbekommen, aber der Durchschlag wurde deutlich erhöht, nämlich von ehemalig 170 auf 192. Und das ist natürlich ein super Wert, weil 192 ist eine ganz andere Hausnummer als 170 und sein verbessertes Matchmaking hat er trotzdem behalten. Das heißt, also ihr seht mit dem Panzer höchstens Tier 9 Gefechte und schlagt dann mit 190 mm zu. Die Premium-Granaten mit 258, die können dementsprechend natürlich auch noch eingesetzt werden. Also der hat da schon deutlich ein Upgrade erhalten. Mal schauen, ob er das hier auch jetzt so weit umsetzen kann. Aber natürlich, jetzt muss man sagen, jetzt hat man einen Heavy Tank, der wirklich, oder beziehungsweise falsch, einen Medium Tank, der zu spielen ist wie ein Heavy Tank, der sich auch so fühlt wie ein Heavy Tank und auch noch guten Durchschlag hat. Also jetzt muss man sagen, bis darauf, dass die Charakteristik der angegebenen Medium Daseinsberechtigung keiner hat. Aber ansonsten, wenn ihr sagt, ihr braucht einen Heavy oder wollt sowas spielen, hey, Super Pershing kann ich jetzt noch mehr empfehlen als schon zuvor, der davor schon wirklich ein guter Panzer war. Aber jetzt mit dem neuen Durchschlag, da muss man wirklich überlegen, ob man sich den nicht doch gönnt, falls man den nicht schon in der Garage hat. Denn die Panzerung ist wirklich, wirklich nutzenswert in seinen Tierbereichen. Wie es immer nicht anders sein soll, der erste Treffer, der will nie klappen. Das heißt, der schön daneben auf den STRV leider nur ein Crit, aber der prallt ab. So, und nochmal ein Blindshot dahingesetzt, ob der getroffen hat oder nicht, können wir jetzt leider nicht sagen. Aber da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was mehr auf. Und der Panther, da klappt es dann doch mit dem Schaden. Sehr fein. So, der T34 100 kriegt auch noch eine mit als kleinen Gruß. Also hier der Hügel wie immer sehr weit bespaßt, aber auch das Klassische, der Gegner drückt nicht und man kann eben hier aus der Mitte super wirken. Jetzt hat ihn leider hier sein Kommandant verlassen, den sollte er sich jetzt wieder zurückholen, macht er auch genauso, ist es richtig. Ja, oh, schöner Treffer auf den Tiger 1. Da dachte ich schon, der klappt eigentlich gar nicht. Aber er ist fleißig am Damage fahren. 1436 hat er schon auf der Uhr. Super. Da hier auch auf den AMX. Also, das läuft hier richtig rund. Der Gegner kann gefühlt gerade nicht wirklich was dagegen machen. Verlässt jetzt auch da den Hügel wieder, weil sie schon merken, nee, das hat keinen Sinn, wie wir das da spielen. Da bekommen wir einfach zu sehr auf die Mütze. Ah, leider nur ein kritischer Treffer auf den T34-3. Vielleicht kriegt er nochmal die zweite Chance. Jetzt muss er natürlich aufpassen, nicht zu weit vorzufahren, dass er da irgendwie von vorne getroffen wird, aber da ist noch alles in Ordnung. So, jetzt vielleicht nochmal, oder er nimmt den Schweden. Oh, schön, wie so eine kleine Lampe ist da der Schuss geflogen und nimmt dann den raus. Der erste Kill hier für ihn. Aber nicht der letzte Schaden. Wir sehen, er fährt weiterhin ordentlich. So, der AMX. Jetzt sind sie fast auf dem Hügel drauf. Aber das lässt er nicht ganz zu. Er nimmt auch noch den AMX raus. Wahnsinn, wie er hier da den Hügel aufräumt. 2650 Schaden. Unglaublich fleißig. So. Jetzt will er hier natürlich... Ah, nee, da in der Mitte kommt nochmal... Oh, sehr schön, dass er... Ah, nein! Der war doch gekettet! Lass dir doch Zeit, mein Freund! Da hat er
da ein bisschen überhastet geschossen, denn er hatte den schon eigentlich gesehen, dass er gekettet ist. Dementsprechend hätte er da locker warten können. Aber gut. Noch alles in Ordnung. So, jetzt hier der Panther von da drüben. Aber dank neuem Durchschlag auch hier der gar kein Problem, da zu knacken. Und jetzt fährt er dahin, wo er eigentlich schon die ganze Zeit immer gut wirken konnte. Deswegen mal schauen, was da drüben noch passiert, weil da ist natürlich jetzt kaum einer und sein Team braucht da jetzt Leute, die was machen. Oh, 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 da jetzt wieder der AMX. Ah, sehr gut, der kriegt gleich einen rein. Jetzt nimmt er den raus, bekommt aber von der Seite vom VK einen. Schade, dass er da nicht direkt drauf halten konnte, weil er einfach der Reload ihn dann noch das Ganze verhindert hat. Oh, da jetzt ein dicker Max. Und von hinten ein Scorpion D. Also das darf natürlich nicht sein. Die schießen von da, wo eigentlich sein Team sein müsste. Da verlässt man sich drauf, dass Edi, die so weit hinten stehen und campen, dann auch da das bisschen halten, aber nix da. Sträflich allein gelassen worden von seinem Team. Aber ein hier wunderschöner Schuss auf den T-37. Also er hält das phänomenal. Er macht hier wirklich eine super Leistung. Ich verstehe nicht, warum hier der T-69 nicht endlich mal den Tiger wegmacht, dass die hier wieder drüben helfen können. Aber er muss hier wirklich alles alleine machen, gefühlt. ...4300 Schaden schon auf der Uhr. Wahnsinnig fleißig ist er hier. Und jetzt, ah, der dicke Treffer vom Scorpion G, der tut natürlich weh. Den will man nicht haben. Dicker Max, Rheinmetall, also wirklich, da sind noch Brummer dabei, die alle Schaden machen können. So, jetzt den Scorpion G, dafür sollte er vielleicht mal seine HE-Schellen nutzen. Aber der ist, hat sich schon zurückgezogen. Wenigstens gab es noch ein bisschen Aufklärungsschaden. So, T69 hat da hinten endlich mal das Problem des Tigers gelöst, beziehungsweise es wurde für ihn gelöst. Und dementsprechend kann er jetzt da runterfahren, nimmt jetzt hoffentlich die Arti raus. Und dann können sie sich hier auf den Gegner konzentrieren. Jetzt steht es 11-11, damit jetzt endlich ausgeglichen mal wieder. Ja, der Scorpion G, der kann zwar wirken, aber er bekommt wenigstens dann in dem Augenblick auch wieder eine zurück. Sehr gut. Wie gesagt, ich würde jetzt auf jeden Fall mal auf HE wechseln, denn VK, T-37, Scorpion G und Rheinmetall sind alles Panzer, denen man damit gut einhergeht. Aber ich glaube, der ist jetzt wahrscheinlich so im Tunnel, der will jetzt nur noch Damage machen. Hauptsache irgendwo was angebracht. Komme, was da wolle. Und jetzt nimmt er auch den Scorpion G raus. Sehr schön. Jetzt kommt hier der T-37 rum. Und bevor der T-37 schießen konnte, hat hier den Anfängerfehler gemacht, wohl noch nicht nachgeladen. Oder er wollte unbedingt seitlich rankommen, hat er ihn aber schon rausschießen können. Und jetzt steht es plötzlich 14-12 und er kann den Sack hier zumachen. Ich glaube, jetzt wisst ihr, warum das mein Replay of the Week geworden ist. Denn diesen Damage, in dem Fall 5982, also knapp 6000. Und die Kills sprechen einfach eine Sprache für sich. Und in Anbetracht dessen, dass er am Ende der Runde über 200.000 Credits rausbekommen hat, glaube ich, kann man sagen, ja, mit dem Panzer kann man was anstellen. Der taugt was, sofern man 28 Mal den Gegner durchschlägt. Jetzt ist noch die Frage, kriegt er den Rheinmetall oder kriegt er ihn nicht? Das wäre sein 6. Kill und damit auch der Krieger. Ich glaube, darüber braucht man jetzt kein Wort mehr verlieren, dass der Krieger mehr als verdient wäre. Nur die Frage ist, wo ist er denn nun?
Er bleibt jetzt hier ein bisschen hinterhalb der Büschen. Wie gesagt, auch hier ganz klar HE-Schelle notwendig. Der T69 fährt jetzt Richtung Rheinmetall. Ich könnte mir vorstellen, dass der Rheinmetall den T69 noch lustigerweise rausholt. Oh, da würde ihn reinbekommen. Junge! Aim! Schieß! Mach es! Ja! Da holt er sich seinen verdienten Krieger für eine verdiente Runde und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, kommentiert das Video sehr gerne. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.